Bringt er die Wende? Stefan Leitl soll die Spielvereinigung wieder auf Kurs bringen. Nach 6 Spielen ohne Sieg und ohne eigenen Treffer unter Damir Buric sind die Sorgen in Fürth immer größer geworden. Der neue Trainer aber ist optimistisch, dass sich diese Sorgenfalten bald wieder glätten. Ja, absolut positiven Eindruck. Ja. Es ist eine sehr homogene Mannschaft, sehr willige Mannschaft. Ich glaube, man hat auch die Intensität jetzt gemerkt im Training. Ja. War gute Stimmung und darauf lässt sich natürlich aufbauen. Mittwoch das erste Training unter Leitl, Samstag schon der Härtetest. Dann kommt Duisburg in den Ronhof. Nicht viel Zeit für den Neuen, der Mannschaft beizubringen, welchen Fußball er hier in Zukunft sehen möchte. Jetzt von Philosophie zu sprechen in vier Trainingseinheiten wäre, glaube ich, nicht angebracht. Ja. Wir wollen jetzt versuchen, die Mannschaft zu stabilisieren. Wir haben jetzt, glaube ich, in der Vergangenheit schwere Niederlagen einstecken müssen. Und da gilt es jetzt erstmal, eine Kompaktheit wiederherzustellen und auch am Selbstvertrauen der Jungs zu arbeiten. Und dann, glaube ich, nach dem ersten Spiel jetzt gegen Duisburg haben wir genügend Zeit, um andere Dinge zu entwickeln. Am Samstag muss die Mannschaft gegen den Tabellenvorletzten trotzdem ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt. Der Druck auf uns wird natürlich da sein, jetzt gerade nach der Entscheidung, aber damit müssen wir umgehen. Duisburg hat nichts zu verlieren, die werden hierher kommen, die werden befreit aufspielen, weil ich meine, wir kennen die Situation, du hast nichts mehr zu verlieren. Gegen Duisburg zählt nur ein Sieg, ansonsten droht im Kleeblatt wieder der Abstiegskampf.